heute darum, Ihnen einfach zu zeigen, was hat sich in CBPay geändert. Es gibt ein paar Änderungen gerade, was die Strukturierung der Menüs angeht. Und die Hauptänderung für dieses Jahr ist die Target-2-Migration. Das heißt, die bisherigen MT-Messages, die über Target-2 übertragen werden konnten, sollen Stand heute ab dem 21. November eben nur noch im ISO 20022-Format übertragen werden. Swift kann ab 21. November im ISO 20022-Format übertragen werden. Da gibt es aber eine Übergangsphase bis November 25. Das heißt, da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Aber Target ist eben der, wie es immer so schön heißt, der Big Bang. Das heißt, ab dem 21. November gibt es eben nur noch ISO-Nachrichten. Das andere ist die Integration von SCT-Inst-Zahlungen in CBPay. Da gehe ich im Einzelfall dann nochmal drauf ein, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind. Das heißt, da gibt es dann eben die Anpassungen, wie sind diese neuen Formate in CBPay zu sehen, wie kann ich filtern danach, wie kann ich suchen danach und so weiter. Ein weiterer Punkt ist dann aber auch in Bezug auf diese Formate, sind die neuen Tagesabschlussprotokolle, wo eben dann eben unterschiedliche Bereiche aufgelistet werden, wo angezeigt wird, was ist Instant, was ist MX, was ist SEPA. Dann geht es um die neuen Kontoauszugsformate. Das heißt, da wird es ja in Zukunft so sein. Bisher hatten Sie noch MT-Kontoauszüge und das wird zum 21. November umgestellt auf die entsprechenden KAMF-Formate. Aber gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Das heißt, hier nochmal eine kurze Übersicht, was sich für Target 2 über den Big Bang entsprechend ändert. Das heißt, ab dem 21. November nur noch ISO 20022, kein MT mehr. Und die Kontoauszüge kommen dann im KAMT-Format, das heißt KAMT 52 statt bisher 940, 942, KAMT 53 statt bisher 940, 950 und KAMT 54 statt bisher MT 900, 910. Die Kommunikation findet über ESMIC statt. Das heißt, das ist ein neues Netzwerk, was die Bundesbank da hochgezogen hat. Es ist immer ein bisschen sehr unterschiedlich, je nachdem, wie Sie da kommunizieren, ob Sie über ein Swift Service Büro gehen, ob Sie eine direkte Anbindung haben. Also das kann bei jedem leicht unterschiedlich ausschauen, aber die Kommunikation mit der Bundesbank und so weiter findet eben über ESMIC statt. Das heißt, was ändert sich dadurch in CBPay? Bisher war es so, dass wir in CBPay immer eine Unterscheidung hatten zwischen SEPA und dann Swift MT. Das heißt, die Frage ist, macht das an der Stelle noch Sinn, da wir ja im Prinzip jetzt in beiden Fällen von PAX 8 sprechen und nicht mehr von einmal MT 103 und einmal PAX 8. Bisher war es ja so, und jetzt schalte ich vielleicht gleich mal auf CBPay um, weil dann kann man es vielleicht etwas besser sehen. Wenn wir mal uns die Zahlungsinformationen anschauen, dann haben wir das jetzt hier so umgestellt, dass es jetzt einen Bereich gibt, der heißt SEPA, SCT Inst und Swift MX. Und es bleibt Swift MT noch, da bis 2025 ja noch über Swift MT-Nachrichten möglich sind. Und um das jetzt aber sauber trennen zu können, haben wir jetzt im Prinzip hier oben einen zusätzlichen Punkt eingeführt, die Zahlungskategorie, wo ich jetzt mit einem Knopfdruck im Prinzip sagen kann, ich will nur SEPA-Zahlungen sehen, ich will nur SCT-INS-Zahlungen sehen und ich will nur Swift MX-Zahlungen sehen. Sodass man hier sehr schnell im Prinzip an die gewünschten Informationen ran kann. Man kann auch den, sage ich mal, bisher in CBPay gewohnten klassischen Weg gehen, indem ich hier eben sage, ich will nur MX PAX 8 sehen oder ich will nur SEPA PAX 8 sehen, wobei in dem Fall SEPA und Instant zusammengefasst werden und dann müsste ich hier nochmal über den Nachrichtentyp zwischen SCT Inst und SEPA SCT zum Beispiel unterscheiden. Aber ich kann hier sehr schnell mir im Prinzip die Ansicht über die Filter zusammensetzen, die ich an der Stelle brauche.
Man sieht aber eben hier, dass sich sowohl die MX-Nachrichten hier über den Nachrichtentypen, SEPA-SCT, SEPA-SCT-INST. Ich habe also jetzt im Prinzip alles in einer Ansicht, was natürlich auch hilft, weil ich relativ schnell mir Übersicht machen kann, unten mit Summen, mit Beträgen und so weiter. Aber dadurch, dass die Formate mehr oder weniger die gleichen sind, habe ich eben alles in einer Ansicht. Und wenn ich dann aber auf Swift MT gehe, dann habe ich weiterhin die Swift MT-Ansichten, die wir bisher auch haben. Der Hauptgrund, warum wir das geändert haben, ist, dass ich in Swift MT einfach hier oben komplett andere Kategorien und Spalten habe. Und jetzt haben wir eben eine Ansicht, in der alle diese Formate gemeinsam dargestellt werden, und ich kann dann eben über die Filter mir die entsprechende die Zahlungen einschränken oder zusammenstellen lassen, wie ich es in dem Moment haben will. Diese Unterscheidung ist in allen Ansichten, die bisher irgendwie hier was hatten. Das heißt, das gibt es in der Erfassung, das gibt es in der Kontrolle, das gibt es in der Korrektur, das gibt es in den Änderungen, das gibt es in der Rückabwicklung gehe ich getrennt von drauf ein, weil da hat sich noch ein bisschen mehr geändert. Aber das heißt, alle Bereiche, in denen es bisher eine Trennung zwischen MT und SEPA gab, die ist jetzt getrennt in MT und dann eben alle ISO-Formate, die unter einer Ansicht zusammengefügt sind. Die Unterscheidung Swift und Target 2, wenn wir jetzt also praktisch innerhalb von MX bleiben, das muss man etwas anders lösen. Das heißt, beides ist in dem Fall eine Swift-MX-Zahlung. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf den Ausgang gehe, dann kann ich hier sehen, ich kann mir das hier entsprechend über die Leitwege organisieren. Das heißt, in der Regel habe ich einen Leitweg für Target-Zahlungen, einen Leitweg für Swift-Zahlungen. In der Regel hauptsächlich deswegen, weil ich eben unterschiedliche Ausgabeziele und unterschiedliche Ausgabemethoden habe, weil das eine eben an ESMIC geht und das andere geht über CBPA Plus, entweder direkt an Swift oder an ein Swift Service Büro oder eine Korrespondenzbank oder was auch immer, sodass ich mir aber im Prinzip über die Leitwege mir das Ganze hier entweder filtern kann. Ansonsten behandeln wir intern in CBPay natürlich beide Zahlungstypen unterschiedlich. Man könnte jetzt meinen, Swift und Target 2 ist im Prinzip zweimal die gleiche Datei. Dem ist nicht so. Das heißt, im Moment sieht es wirklich so aus, dass Target andere Header verwendet, als das Swift tut. Die Belegung der Dateien, gerade was die Header und die Group-Header angeht, sind komplett unterschiedlich, sodass wir im Prinzip innerhalb von CBPay beides unterscheiden müssen. Natürlich gehen wir her und verwenden das über die entsprechenden Bank Directories, das heißt, es gibt nach wie vor das Target 2 Directory und es gibt nach wie vor das Swift Directory, sodass man im Prinzip anhand dieses relativ schnell unterscheiden kann, macht es mehr Sinn oder ist es überhaupt möglich, eine Zahlung über diesen einen oder über den anderen Weg zu übertragen, und damit wir auch eben im Ausgang dann die entsprechenden Prüfroutinen verwenden können, um sicherzustellen, dass die Zahlung den Schemas des jeweiligen Systems entspricht. Das heißt, diese Darf ich da mal was Unterscheidung fragen? gerne. Kann ich davon ausgehen, dass es im Monitoring auch entsprechend getrennt ist, oder wie wird das im Monitoring dargestellt? Swift und Target 2 werden nicht getrennt im Monitoring, sondern es ist ähnlich wie jetzt hier auch in der Zahlungsinformation. Das heißt, ich habe im Monitoring sind die Bereiche im Prinzip jetzt zusammengefasst. Das heißt, ich habe jetzt hier oben eben auch SEPA, SCT, INST und Swift MX, und MT bleibt, wie es gehabt ist. Ich kann aber dann natürlich über die Leitwege, es hilft mir an der Stelle nicht weiter, sondern ich sehe halt im Prinzip, ich kriege halt eine gelbe oder rote Ampel in dem Moment, wo eine Anzahl X Zahlungen an irgendeiner Stelle liegen bleiben. Würde aber jetzt eben bedeuten, dass MX-Zahlungen bei den SEPA-Zahlungen mit reinfallen. Das heißt, die würde ich alle hier in der Mitte im Prinzip mitsehen.
Aber was die zum Beispiel die E-Mail-Benachrichtigungen angeht, wenn irgendwas in die Korrektur geht oder wenn irgendwas nicht funktioniert, das betrifft natürlich alle Zahlungstypen. Klärt es die Frage oder? Ja, klärt die Frage, wenngleich ich das auch gerne getrennt gehabt hätte. Ich hätte gerne schon gesehen, ob das eine Swift ist oder ob das eine SEPA-Geschichte ist, nur im also eine SEPA-Geschichte oder eine Swift-Geschichte im SEPA-Format, nenne ich es mal so. Aber das ist dann so nicht mehr möglich, weil es alles halt in SEPA. Ja, das müssen wir uns überlegen, dann eventuell das für nächstes Jahr mit aufzunehmen, weil nächstes Jahr wird es ja im Prinzip noch interessanter, weil dann auch noch SEPA und MX die gleichen Schemas verwenden. Ja. Und dann könnte man sich überlegen, ob man das im Prinzip in die bisherige, also ich sag mal, die, was wir hier immer noch haben, ist die DTA-Ansicht. Ich denke, die können wir da allmählich rausnehmen. Und dann lieber hier aufteilen zwischen SEPA und Swift MX zum Beispiel oder irgendwas in die Richtung, dass es da noch von der Übersichtlichkeit her etwas besser wird. Okay, das reicht mir. Danke. So, dann gehen wir mal hier zu dem nächsten Punkt. Also das ist im Prinzip das, was ich gerade alles schon angesprochen habe. Das heißt, ich kann zum einen, ich habe die Ansichten, wo ich eben in allen Bereichen die Filter setzen kann. Ich habe hier überall die einzelnen neuen MX oder MT Unterscheidungen und auch in der Zahlungssuche habe ich jetzt im Prinzip die Möglichkeit, dann, wenn ich hier sage, ich wähle SEPA, SCT, INST und so weiter aus, kann ich hier gezielt nach MX PAX 8, Instant PAX 8 oder PAX 8 SEPA suchen. Und kriege dann auch hier die entsprechenden Ergebnisse zurückgeliefert. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, eben gezielt zu sagen, ich suche nach einer Target- oder Swift-Zahlung, die dann eben in dem Fall MX PAX 8 oder PAX 9 ist. So, der nächste Punkt wäre jetzt die Rückabwicklung. Und da hat sich etwas mehr geändert. Das heißt, bisher, oder wir haben uns überlegt, dass wir auch hier an dieser Stelle kamen immer wieder die Fragen aus, es gab ja im Prinzip immer nur die bis jetzt stand da immer nur Rücküberweisung. Wir haben das zum einen ergänzt um das Format, was da dabei erzeugt wird und wir haben das Ganze unterschieden, indem wir jetzt sagen, wir strukturieren das neu nach Überweisungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und Schecks. Sodass ich im Prinzip mehr oder weniger relativ schnell sagen kann, ich will eine Rückabwicklung für eine Lastschriftdatei machen, kriege dann nur die vier Möglichkeiten, die mit Lastschriften zu tun haben und kann dann hier direkt im Prinzip die Lastschrift entsprechend erzeugen. Das Gleiche bei den Überweisungen. Der Unterschied hier ist, dass ich eben sämtliche Formate mir anzeigen lassen kann. Das heißt, ich kriege hier sowohl die SEPA wie auch SCT Inst wie auch MX und kann dann hier oben wieder meinen Filter setzen und komme dann sehr schnell an die Informationen, die ich haben will und kann dann wie gehabt Doppelklick und los geht's. Das heißt aber, die Rückabwicklung sieht etwas anders aus und das Gleiche gilt auch für die Kontrolle R-Trans. Die heißt jetzt Kontrolle R-Transaktionen und auch hier habe ich im Prinzip bei den Rückrufen alle eingehenden kommt 56 mit drin. Ich sehe aber über den Leitweg natürlich, was ist es für eine Zahlung und ich kann auch hier oben wieder die, aber ich kann hier eben dann auch den Filter setzen und kann dann gezielt nach nur SEPA, SCT Inst oder MX-Zahlungen suchen und dann funktioniert es wie gehabt. Ich kann mir die Zahlung anschauen, ich kann sagen ablehnen oder rücküberweisen und das war's. Vielleicht ein Punkt noch, ich weiß nicht, ob das noch viel genutzt wird, aber ich sage mal, das ist ja immer der letzte Notfall. Wir können hier im Prinzip die Zahlung oder die Erfassung von Swift MX-Dateien haben wir auch entsprechend angepasst. Das heißt, es sieht jetzt fast aus wie eine SEPA-Überweisungsformular mit dem Unterschied, dass ich hier oben eben zusätzlich die Währungen habe und ich kann hier oben im Prinzip eine Vorauswahl treffen, soll es eine Target, soll es eine HBV oder soll es eine Korrespondenzbankzahlung sein. Das heißt, Korrespondenzbank wäre dann im Prinzip zwangsweise SWIFT, Target 2 wäre zwangsweise Target 2 und HBV ist je nachdem, wohin Sie es übertragen, aber in der Regel dann haben Sie ja eine Bank, mit der Sie das zusammen machen. Das heißt, auch hier kann dann die
Korrespondenten mit eingetragen werden auf der Empfänger- und auf der Absenderseite. Und ansonsten ist es mehr oder weniger 1:1 wie eine SEPA-Überweisung. Die Felder Transaktions-ID und die UETR, da müssen Sie sich nicht drum kümmern. Da kümmern wir uns drum. Die Felder sind nur da, weil Sie, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel auf die Zahlungsinformation gehen und wir schauen uns mal so eine SWIFT-Datei an, dann sind hier oben diese Informationen mit angegeben. Das heißt, das ist im Prinzip ähnlich. Also die UETR gibt es schon länger bei SWIFT. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren wurde die eingeführt und die ist jetzt auch Pflicht in sämtlichen MX-Zahlungen. Das heißt, die muss an der Stelle dann auch entsprechend mit angegeben werden. Ansonsten, das ist klassisch, wie Sie es gewohnt sind. So, zum Thema SCT-INST. Der Punkt ist der, dass CBPay selber, so wie es entwickelt und so wie es auch momentan genutzt wird, ist nicht wirklich ausgelegt, um SCT-INST-Zahlungen in dem vorgegebenen Zeitrahmen zu übertragen, weil CBPay einfach ist ausgelegt auf Volumen, auf Massenzahlung. Das heißt, wir sind da in der Lage, relativ viele Zahlungen in Bulks oder Nicht-Bulks zu verarbeiten. Wir haben aber bei SCT-INST die Problematik, dass die Zahlung komplett abgewickelt sein muss innerhalb von 10 Sekunden. Und das kann mit CBPay nicht gewährleistet sein werden, weil wenn Sie zum Beispiel gerade eine große Datei mit, keine Ahnung, 70.000, 80.000 Sätzen von der Bundesbank bekommen haben, die ist momentan, wird im Clearinggrad verarbeitet. Jetzt kommt zusätzlich eine SCT-INST-Zahlung rein. Dann kann es sein, dass es Probleme geben wird von der Übertragungsgeschwindigkeit her. Insofern ist das Instant, wir nennen es CBPay Instant, ist ein eigenes Modul oder ein eigener Dienst, der auf einem Linux-Server läuft und der sich nur um die Instant-Zahlungen kümmert. Damit wird gewährleistet, dass im Prinzip die Performance da ist und die Verarbeitungsgeschwindigkeit da ist, um die Instant-Zahlungen schnell genug verarbeiten zu können. Auf der CBPay-Seite haben wir aber gesagt, wir wollen, dass trotzdem alles, was an Zahlungsverkehr passiert, in CBPay sichtbar ist, weil Sie es für die Reconciliation brauchen. Sie haben es im Tagesabschluss. Sie brauchen Übersichten, wo Sie genau sehen, was ist heute an Zahlungen rein und rausgegangen. Deswegen ist das Instant-Modul oder das CBPay Instant so ausgelegt, dass alles, was rein oder rauskommt, wird als Kopie an CBPay weitergegeben. Und somit haben Sie eben, was wir hier vorher gesehen haben, dass wenn ich jetzt hierher gehe und sage, zeig mir nur die, das war MX, das war SEPA. Ich habe hier im Prinzip meine Zahlungen in CBPay mit drin. Das heißt, ich sehe, was passiert ist. Diese Zahlungen wurden aber nicht von CBPay verarbeitet oder ist nicht ganz falsch. Die Kommunikation dieser Zahlungen ist nicht über CBPay gelaufen, sondern ist über CBPay Instant gelaufen. Und CBPay hat nur eine Kopie dieser Zahlungen für die Reconciliation, für die Übersichten, damit Sie trotzdem sehen, was genau passiert ist. Das funktioniert so, dass in der Regel entsprechende Queues angelegt werden, über die CBPay Instant mit CBPay kommuniziert. Und Sie können über den Partner steuern, ob es sich dabei um eine Instant Queue handelt oder nicht. Und in dem Moment setzen wir die Zahlung als SCT Inst und Sie haben sie in allen Bereichen entsprechend sichtbar. Das habe ich vorher schon mal entsprechend angesprochen. Was wir aber gemacht haben, ist, dass die Rückabwicklung, also nochmal vielleicht einen Schritt zurück, bei SCT-INST ist es so, dass das, was wirklich in Echtzeit passiert, ist im Prinzip, sind die PAX 8 sind die PAX 2. Das heißt, die Zahlung selber und dann die Information, ja, wurde gesettelt, nein, wurde nicht gesettelt. Das muss innerhalb von 10 Sekunden erledigt sein. Wenn es dann darum geht zu sagen, Sie wollen da eine CAMT56 hinterher schicken, Sie wollen eine
auf die CAMP 56 mit einer PAX 4 oder einer CAMP 29 antworten. Das muss nicht zwangsläufig in Echtzeit passieren. Deswegen ist es möglich, die Zahlungen, die wir als Kopie von dem CBPay Instant bekommen, könnten auch Rückrufe oder Rücküberweisungen in CBPay erzeugt werden und wir würden sie dann an das Instant-Modul weitergeben und Instant schickt sie an TIPS oder an RT1 entsprechend raus. Das heißt, die Möglichkeit hängt immer sehr von ihrem Core-System ab, aber das heißt, sollte das Core-System diese Möglichkeit nicht bieten, die R-Transaktionen zu erzeugen, können diese weiterhin wie gewohnt in CBPay erzeugt werden und CBPay gibt diese dann im Instant-Format an das CBPay Instant weiter und das überträgt diese Dateien dann an TIPS oder RT1. Es ist wichtig, dass R-Transaktionen auf Instant-Zahlungen müssen über denselben Weg transportiert werden wie auch die Originalzahlung. Das heißt, Sie können nicht einen Rückruf für eine Instant-Zahlung als SEPA-Datei normal an die Bundesbank schicken. Sie können auch nicht eine CAMP 56 MX über EBIX an die Bundesbank schicken, auch nicht über Instant, sondern diese R-Transaktionen müssen den genau selben Weg gehen, wie den auch die originale PAX 8 genommen hat. Und das ist im Prinzip die Frage, wie man es dann entsprechend einrichtet. Aber die Möglichkeiten sind da und da es funktioniert auch schon sehr, sehr gut. So, dann Tagesabschlussprotokolle. Das heißt, jetzt habe ich gerade darüber gesprochen, dass es ja darum geht, im Prinzip die Zahlungen alle in ein System zu bekommen, damit sie dann auch bessere Übersichten haben. Das heißt, deswegen haben wir hier in dem Tagesabschlussprotokollen wird jetzt immer unterschieden. Das heißt, wenn es darum geht, das obere ist das Tagesabschlussprotokoll Zugänge, wo Sie genau sehen, ich habe 6 Dateien SEPA bekommen, ich habe 5 Dateien SCT Inst, ich habe 34 MX, sodass Sie immer pro Format eine Übersicht haben, was ist rein und rausgegangen. Bei den Ausgängen sehen Sie, dass die einzelnen Zahlungen hier angegeben werden. Es wird aber immer explizit mit angegeben, ist es eine Swift MX, ist es eine SEPA oder ist es eine Instant-Zahlung. Das heißt, hier Instant gibt es hier unten einen eigenen Bereich, SEPA gibt es hier oben einen eigenen Bereich und Swift MX gibt es einen eigenen Bereich, sodass Sie hier sehr schnell in einer Übersicht sehen können, was ist von welchem Formattyp wohin gegangen, rein oder raus. Und dann kommt noch der Bereich Kontoauszüge. Ich habe es vorher schon mal gesagt, bisher haben Sie in der Regel Kontoauszüge im MT49-59-Format bekommen. Das ist ab 21. November nicht mehr der Fall, sondern der Punkt ist ja der, dass Sie über die Umstellung der Bundesbank auf die neue Target-2-Konsolidierung sich die Kontotypen bei der Bundesbank geändert haben. Das heißt, bisher war es so, dadurch, dass Sie Ihr Hauptkonto ein Target-2-Konto war, haben Sie auch im Target-2-Format die Kontoauszüge bekommen, was bedeutet, Sie haben bisher eben MT erhalten. In Zukunft ist das eben nicht mehr ein MT-Konto, sondern es ist im Prinzip dann ein ISO-Konto. Stimmt jetzt nicht ganz von der Formulierung her, es ist kein ISO-Konto, sondern es ist ein Target-2-Konto, aber es ist eben ein konsolidiertes Konto und damit kommen die Kontoauszüge im Prinzip im CAMT-Format. Die Funktionalität gibt es hier schon relativ lange. Ich weiß nur nicht, wie viele von Ihnen das bereits genutzt haben. Es gibt, wo sind wir? Hier. Unter Administration Export von Kontoauszügen, von Kontoinformationen, können Sie festlegen, wenn ein Tagesendauszug, ein untertägiger Auszug oder eine Buchungsbestätigung bei Ihnen ankommen, dann können Sie diese automatisch in einem Ordner, in eine Queue, in jedes beliebige Ausgabeziel im Prinzip ablegen und können zusätzlich hier vorne mit angeben, in welchem Format Sie das haben wollen. Das heißt, Sie können, wenn Sie sagen, ich will in Zukunft weiterhin MT-Formate bekommen, dann können Sie im Prinzip von der Bundesbank oder von Target 2 einen CAMT-Kontoauszug bekommen und können diesen speichern im Swift-MT-Format
können Sie die Kontoauszüge weiter so verarbeiten wie bisher auch. Man muss allerdings berücksichtigen, dass es da einige Punkte gibt, wo eventuell Informationen verloren gehen können. Also das heißt, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass zum Beispiel ja auch SWIFT die Möglichkeit bietet, wenn Sie heute weiterhin eine MT-Zahlung an SWIFT schicken, dann geht SWIFT interessanterweise her, konvertiert die nach ISO und schickt dann, der eigentliche Übertragungsweg ist eine Datei, in dem sowohl MT als auch ISO enthalten ist. Und die Gegenstelle muss praktisch dann einmal festlegen oder Sie als Bank für den Eingang müssen einmal festlegen, wollen Sie es im MT oder im MX-Format haben. Und dann kriegen Sie praktisch nur den einen Teil dieser Datei, in der aber eigentlich beides drin ist. Und das müssen Sie im Prinzip einmal festlegen. Bei den Kontoauszügen ist es so, die kommen von Ihrem Hauptkonto, das heißt, das kommt nur im ISO-Format. Und Sie können dann im Prinzip in CBPay hergehen und sagen, ich will es aber gespeichert haben oder ich will es weiterverarbeitet haben im Format XY, können ausgeben, wo geht das Ganze hin? Und Sie können dann sagen, automatisch ja oder nein. Automatisch bedeutet, wir bereits beim Einlesen wird der Kontoauszug entweder konvertiert oder nicht konvertiert und geht dann automatisch an das Ausgabeziel entsprechend weiter. Ein weiterer Punkt, den man bei der Geschichte berücksichtigen muss, ist, dass die Bundesbank ja letztes Jahr die CAMT-Formate schon auf die neuen Schemas angehoben hat. Das heißt, bisher waren CAMT 54.1.2, glaube ich, war der Standard. Seit letztes Jahr ist es CAMT 54.1.8. Und Sie können in CBPay praktisch einmal definieren, will ich das alte oder das neue Format haben. Und dann können Sie im Prinzip sagen, ich will zwar CAMT-Nachrichten, ich will aber noch die alten Zweier-Schemas und nicht das neue Achter-Schema. Und dann wird der Kontoauszug entsprechend in das neue oder in das alte Schema konvertiert. Und dann können Sie es entsprechend weiterverarbeiten, wie wir es haben wollen. Darf ich ganz kurz einmal fragen? Gerne. Gilt es dann generell für alle, weil wir arbeiten mit verschiedenen Banken zusammen und bisher arbeiten wir mit der Version 02. Kann man einzelne Banken dann auch umstellen, dass wir die Kontoauszüge von einzelnen Banken dann oder von einer Bank die Version 08 abholen? Abholen können Sie es in allen Formaten, die Sie kriegen. Also okay. Einlesen können wir alle Formate, die Sie sich vorstellen können. Ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, Sie müssen einmal festlegen, was das Export-Zielformat ist. Das heißt, Sie können in allen verschiedenen Formaten die Kontoauszüge bekommen. Sie müssen nur einmal sagen, schreib es mir als das neue oder als das alte Format auf die Platte. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, soll ich noch ein bisschen eingehen auf die Administration, das heißt, wenn es jetzt eben darum geht zu sagen, es hat sich in den Leitwegen insofern halt was geändert, als dass ich hier bei den Leitwegskriterien eine eigene Auswahl für die MX-Formate bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich will ein neues Kriterium anwählen, dann wird man eben sehen, dass mein System heute etwas langsam ist. Dass man hier eben im Prinzip jetzt aus allen zur Verfügung stehenden Formaten wählen kann. Das heißt, ich kann also hier sowohl MT als auch Instant als auch MT aus MT, MX, Instant oder SCT auswählen, sodass ich sehr gezielt steuern kann, welche Formate fallen in welchen Leitweg. Die Unterscheidung Target und Target oder MX oder Swift findet auf Basis bei eingehenden Dateien auf Basis des Dateiinhalts statt. Und im Ausgang findet es statt auf Basis der Folgeverarbeitung. Das heißt, wenn ich hier einen Leitweg auswähle, der das Clearingnetz Target 2 hat, dann ist klar, dass dieser Leitweg ein Target-Leitweg ist und damit wird auch alles intern auf Target gesetzt. Und wenn ich hier Hausbankverfahren, ein Ausgabeziel mit Hausbankverfahren habe, mit Korrespondenzbankverfahren,
dann ist klar, dass es sich um eine SWIFT-Zahlung handelt und ich kann hier im Prinzip die Kriterien entsprechend setzen. Ansonsten kann ich es natürlich auch unterscheiden, indem ich sage, bei Tage 2, ich habe jetzt den SWIFT-Leitweg, genau, bei SWIFT kann ich natürlich auch über die Währung steuern, während bei einem Tage 2-Leitweg natürlich nur Euro zulässig sind. Das heißt, damit habe ich aber sämtliche Möglichkeiten, die Zahlungen sehr genau dahin zu steuern, wo ich sie hinhaben will. Das weiß ich nicht, ob das schon jemand gesehen hat. Ich weiß auch nicht, ob das alle automatisch haben. Aber es besteht jetzt auch die Möglichkeit, eine Kopie von allen Dateien, die wir an die Bundesbank gesendet haben, direkt als Kopie auf die Platte zu schreiben, sodass Sie im Prinzip, wenn Sie das in irgendeiner Form archivieren wollen, Sie auch die Möglichkeit haben, das zu tun und praktisch alles, eine Kopie von allem, was wir rausgeschickt haben, bei sich lokal noch vorzuhalten.